Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einmal einen Blick in den Goodiebox-Adventskalender. Also da habe ich richtig Bock drauf, weil der ist eigentlich immer echt gut, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, da rastet jetzt gerade so ein bisschen meine Kamera aus. Genau, also dieser Adventskalender ist jetzt auch für Nicht-Abonnenten und ohne Presale möglich. Zu kaufen. Ich habe einen Code, der ist super kurz und knackig. Claudis Welt Christmas 40. Wow. Damit kostet der Adventskalender nicht 159,95, sondern 119,95. Wir haben hier 639,75 Euro Warenwert drin. Das werden wir uns auch nochmal genauer anschauen und nicht nur ich stelle ihn gerade vor, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Also für eine zweite Meinung schaut super gerne mal bei ihr vorbei und ja, jetzt nicht lang schnacken. Alles ist in der Infobox verlinkt. Ach so, und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich hoffe, dass der Adventskalender auch von innen genauso schön aussieht, wie die Umverpackung es verspricht. Also ohne Schuber sieht er schon mal relativ nackig aus, um das mal so zu sagen. Ist aber eine wunderschöne Aufbewahrungsmöglichkeit, ne? Das spiegelt halt auch total dieses Design von den Goodieboxen selber wieder. Müsste auch eigentlich ganz gut passen, dass wir auch das gleiche Format quasi haben. Und ich ziehe mir jetzt mal die Schubladen raus und die sehen wunderschön aus. Kann man richtig toll wiederverwenden. Ab geht die Party mit der Nummer 1. Und hier will das ganze Geschichtlein schon sehr intensiv starten. Das ist ein Produkt, was halt einen hohen Preis hat, einen hohen Wert. Das ist nämlich von Avant die Intensive Restoring and Detoxifying Centella Cicer Moisturizer Tube. 50 ml haben wir hier drin. Bei Avant ist es bei, also es ist halt immer so, ich würde vielleicht, die sind gut, ne? Aber ich würde vielleicht so ein Zehntel oder ein Fünftel, genau, davon bezahlen. Ne? Ja, aber Centella Asiatica, Hyaluronsäure, Cicer, das sind alles so Inhaltsstoffe, die für mich persönlich auch richtig gut klar gehen. Also schönes Produkt eigentlich. Wenn das nicht so überteuert wäre. Es soll tatsächlich, hier ist der 2. Dezember, in jedem Kläppchen auch eine andere Marke drin zu finden sein. Und hier haben wir Nailberry L'Oxygéné Oxygenated Nail Color in der Farbe Raspberry. Das ist ein wunderschöner Himbeerton. Und auch das dürfte eine Originalgröße sein mit 15 Millilitern. Das finde ich schön. Ist zwar tatsächlich jetzt nicht so ein klassischer Nagellackton, aber das finde ich ja gerade deswegen so toll, weil ich glaube, jede von uns hat auch irgendwie ein Rot oder so, ne? Und das ist halt einfach mal ein bisschen was Spezielleres. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Gut gefüllt kommt hier von Evoluderm das Micellenwasser raus. Micellea mit Vitamin C ist es auch noch am Start. Sammy, was machst du hier? Das ist Captain Schleich heute, ne? Der schleicht hier so um mich herum und guckt und so. Naja, es ist alkoholfrei, was ich auch manchmal eigentlich immer ganz gut finde, weil ich eine trockensensible Haut habe. 100 ml haben wir hier drin. Ist für mich persönlich so der erste Schritt vom Double Cleansing. Das heißt, das trage ich mir quasi mit dem Wattepad auf, um schon mal das alles soweit anzulösen. Und dann gehe ich nochmal mit einem schäumenden Reiniger drüber, um auch wirklich alles vom Gesicht runter zu waschen. Hier haben wir die Nummer 4. Das sind auch praktische Produkte. Hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal in einer Goodiebox drin. Das sind diese 7x Facial Rounds, wiederverwendbare Abschminkpads quasi, ne? Das ist von einer dänischen Firma und wie gesagt, da sind 7 Stück drin enthalten. Ich finde sowas ganz praktisch, da ich sowas bei mir aber in Waschmaschine und Trockner packe, überleben die nicht allzu lange. Das heißt, die habe ich auch schon in Anwendung gehabt, die sind bei mir leider ein bisschen auseinandergefallen irgendwann. Was ich hier halt auch immer ganz spannend finde, ist, dass wir hier eine dänische Firma haben. Das heißt, wir haben hier auch mal so ein bisschen andere Marken drin. Wenn man Goodiebox-Abonnent ist, kommen einem die Marken natürlich bekannt vor und vielleicht auch die Produkte. Ich hoffe nicht allzu sehr. Hier habe ich jetzt den 5. Dezember und bin da jetzt einfach mal gespannt, was wir hier sonst noch so drin finden dürfen. An und für sich ein Produkt, was ich hier richtig drin feiere, von Sophia und Mabey, das Eyeshadow Quad, das haben wir hier drin enthalten. Das ist die Cleopatra Palette, aber ich meine, dass wir die auch schon dieses Jahr in einer Goodiebox drin hatten. Also vielleicht ist dieser Adventskalender dann mehr so für Neukunden oder für Nicht-Goodiebox-Abonnenten geeignet. Deswegen kommt das Video dann ja auch ganz gut, dass ihr den Code auch bekommt. Ne? Das ist eine etwas wärmere Nude-Palette. Finde ich aber ganz hübsch in einem Adventskalender aufgehoben, muss ich sagen. 3 Schimmertöne, 1 matter Ton, kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Genau, also dass ich dann halt auch für die Nicht-Kunden den Code auch habe. Ne? Das ist manchmal auch ganz nice, denn im Presale war es so, dass der Adventskalender dann natürlich auch nur für die Abonnenten zugänglich war.
Nee, aber wirklich ein schöner 5. Dezember, das muss ich wirklich sagen. Jetzt bin ich mal auf Nikolaus gespannt. Der 6. Dezember ist sehr, sehr leicht und ich weiß gar nicht, ich muss mal wieder Weihnachtsbriefe von Felix lesen, inwiefern die da überhaupt Nikolaus und Weihnachten, also wann und wo und wie die das feiern. Das ist von Brush Studio, ein Pinsel. Das sieht aber gut aus, ne? So einen Pinsel würde ich auch verwenden, um halt genau diese Palette, die ich euch gerade gezeigt habe, zu verwenden. Vor allem den matten Ton daraus. Da kann man auch, da der relativ hart ist, sehr präzise hier außen arbeiten, um da das Pigment noch ein bisschen mehr aufzubauen. Schöner Pinsel. Aber jetzt nicht unbedingt so das Nikolaus-Produkt in meinen Augen. Dann schauen wir uns mal den 7. Dezember an, wie er uns so überraschen kann. Und zwar ist hier großes... Große Box, kleine Tube, naja. Oh, Flanerie. Midnight Rain, Vitamin C Brightening Eye Cream. Auch da kommt jetzt ein bisschen Wert auf die Schippe drauf. 10 Milliliter haben wir hier drin. Das hatte ich auch schon mal da. Aber ich weiß nicht, ob ich das in der Trend Raider Box hatte oder in der Goodie Box. Ne? Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das irgendwie doppelt ist. Also doppelt. Aber es ist schön, wenn wir eine Augenpflege in Adventskalendern finden. Die vermisse ich manchmal bei anderen, weil Augencremes sind meistens ein bisschen teurer als normale Cremes. Wenn die Nummer 8 darf machen, das ist krass. Und es wäre doch gelacht, wenn das dieser Adventskalender nicht macht. Haha, Leute, ich habe mich weiterentwickelt. Von Routinely haben wir The Balm Cleanser for a Soothing Deep Clean. Sehr schön. Oh, fürs Gesicht ist das eigentlich wohl, ne? 100 Milliliter. Auch für sensible Haut geeignet. Das ist nice, Leute. Leute von heute. Das Produkt kenne ich jetzt so auch noch nicht. Also, ne, würde ich dann wahrscheinlich auch als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden. Weil Reinigungsbalm verwende ich eigentlich vorher, weil das etwas ölhaltiger ist. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Leichtes freuen. Ich denke, hier wird ein Tool drin sein. Aber das ist cool. Das ist Posy. Sowas verwende ich ständig, Leute. Wirklich. Und das ist auch so mittlerweile wirklich immer mehr angesagt. Ich hatte mal irgendwann das auch in einer anderen Box drin gehabt. Und dann hatte mir jemand kommentiert, ja, damals nannte man sowas Schweißbänder. Safe, ne? Die sind aber viel flauschiger. Und die sind halt super geeignet, wenn man halt seine Gesichtsreinigung durchführt. Oder sich eine Maske aufmacht oder runtermacht oder so. Dass einem die Suppe nicht so die Hände runterläuft. Und deswegen finde ich total großartig, dass die mit drin sind. Kann ich gut gebrauchen. Mal sehen, wie es jetzt in der Nummer 10 weitergehen wird. Für mich kann hier auch gerne mal ein bisschen mehr dekorative Kosmetik an den Start kommen. Hier habe ich Peter Thomas Roth in der Tube. Genau. Rose Stem Cell Anti-Aging Gel Maske. Und da sind 14 Milliliter drin. Finde ich ein bisschen klein für diesen Adventskalender, muss ich ganz ehrlich sagen. Stammzellen sind immer ganz gut, weil die halt auch regenerativ wirken und das ist halt echt gut im Anti-Aging-Bereich oder Slow-Aging-Bereich. Du kannst das Altern ja nicht aufhalten. Der 11. Dezember stellt die erste Schnapszahl dar und hier haben wir ein Pflegeprodukt drin. Pure and Care Eyelash Serum. Oh, Longer and Voluminous Lashes. Längere und voluminösere Wimpern. Das stärkt das Wachstum der Wimpern und das ist mit Peptiden und Pflanzenextrakten. Das heißt, hier sind keine Hormone drin. Ne? Das könnte für die ein oder andere auch relevant sein. Heißt, man kann sowas halt auch während der, 5 Milliliter sind hier drin, während der Schwangerschaft und der Stillzeit anwenden. Und wenn das halt mit Peptiden oder mit Ölen arbeitet, ist es halt eher wie so ein, ich sag mal, Haaröl, ne? Was ja auch quasi davor Haarbruch schützt und jetzt nicht unbedingt die Wachstumsphase der Wimpern an sich verändert oder verlängert halt in dem Fall. Aber ich finde es gut. Also ich verwende sowas gerne zusätzlich zu meinem mit Hormonen, einfach weil die Wimpern relativ lang werden, dass sie halt nicht abbrechen. Zur Halbzeit, am 12. Dezember, haben wir hier auf jeden Fall eine große Box. Zum Wiederbefüllen ist dieser Adventskalender auch jedes Jahr für mich ein Traum. Also das mache ich auch immer sehr, sehr gerne. Von Hugo haben wir was drin enthalten. Und zwar 15 Milliliter von einem Hyaluronsäure- und Salicylsäure-Serum. Ja, okay. Das ist für fettige und Mischhaut geeignet. Und am besten trägt man das halt abends auf und morgens verwendet man dann natürlich einen Lichtschutzfaktor. Ich verlinke euch im i einfach mal Video. Da geht es um Peelings, dass man halt einfach so ein bisschen für sich herausfindet, was macht Salicylsäure, wie wirkt die so und was macht die in meinem, auf meinem und mit meinem Gesicht. Irgendwie ist es nicht richtig gefüllt, aber ich glaube, das muss so, ne? Okay.
Ja, BHA, Salicylsäure wird jetzt auch tatsächlich viel und gerne genommen. Und ich habe auch die ein oder andere Unreinheit, weswegen ich sowas dann auch manchmal verwende. Aber nicht als Serum, sondern halt wirklich als punktuelles Peeling. Also der ganze Adventskalender ist schon sehr, sehr gesichtspflegelastig. Ne? Wir haben bislang noch keine Körperpflege, wir haben noch keine Haarpflege. Wir haben halt wirklich ein bisschen dekorative Kosmetik, aber vor allem Gesichtspflege. Wir haben ein paar Tools mit am Start. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit so weitergeht. Ich mag das ja ganz gerne, wenn halt auch irgendwie alles ein bisschen ausgewogener ist. Ich brauche jetzt keinen kompletten Skincare-Adventskalender von Goodiebox. Ne? Aber gut, wir schauen mal weiter. Und da sind wir beim 13. Dezember angekommen. Oh, das finde ich ja schön. Das ist so eine Alternative zu dem Benefit, oder könnte eine Alternative gegebenenfalls sein, zu dem Benetint, ne? Gosh Lip Stain in der Farbe 002 Wild Berry und da sind 3 ml drin. Das ist halt einfach ein Produkt, was jetzt auch im Winter super angenehm sein kann. Das, ne, macht man sich halt einfach drauf, lässt das kurz einwirken, anziehen, wie auch immer und nimmt dann die Reste einfach durch Hamm auf ein Kosmetiktuch machen, ne? Nimmt man die halt entsprechend ab und dann hast du halt den ganzen Tag, Abend, die ganze Nacht, wie auch immer, diesen Stain auf den Lippen und es sieht wirklich total super aus und ja, sehr gut alltagstauglich und finde ich auch schön, muss ich wirklich sagen, ist auch super gefragt aktuell, ne? Und es ist echt mal was anderes als ein klassischer roter Lippenstift, finde ich. Dann springen wir mal weiter zum 14. Dezember. Der ist gut gefüllt und hier haben wir was drin. Das finde ich süß. Nicht süß, das finde ich sehr praktisch. Hatte ich letztens auch mal verwendet. meine Mini-Mippen mal in Richtung geklebt quasi. Ein Boob-Shape. Boob-Tape, 3 ml sind hier drin enthalten. Und ja, da kannst du dir dann halt deine... Also du kannst dir damit halt entweder, wenn du ein Klebe-BH hast, den Klebe-BH nochmal verstärken oder du kannst hier halt wirklich für entsprechende Ausschnitte oder so, ne, dir das Ganze in Form kleben. Das hält eigentlich auch immer ganz gut. Also ich hatte tatsächlich diese Version gewählt, diese hier, ne, und ja, bin da eigentlich auch ganz gut mit gefahren, muss ich sagen. Ich finde es gut. Der 15. Dezember. Oh. Oh, okay, von Skön haben wir ein Vitamin A Face Oil hier drin. Das ist mit Vitamin A, da gehört ja auch Retinol zum Beispiel zu, ne? Vitamin E, Argan und Jojoba, 15 ml sind hier drin. Und auch hier Skön ist eine sehr hochpreisige Marke. Das finde ich aber sehr spannend, muss ich sagen. Denn, also so ein Gesichtsöl verwende ich super gerne im Winter, verwende ich auch gerne abends und dann noch eins mit Retinol. Ich glaube, das könnte echt ein gutes Produkt für mich werden und Vitamin A bzw. Retinol, ne, und die ganzen Sachen, die da halt so mit zugehören, sind halt so die Anti-Aging oder Slow-Aging Wirkstoffe schlechthin. Genau, hier auch am nächsten Morgen bitte, bitte, bitte einen dicken, fetten Lichtschutzfaktor verwenden und das am besten abends anwenden, da die Haut ansonsten ein bisschen zu lichtempfindlich werden könnte. Wir haben aber trotzdem auch bislang, was auch Skincare angeht, eigentlich einen recht guten Mix. Also jetzt nicht irgendwie 5 Serien hier drin. Ne? Der 16. Dezember schließt direkt neben der 15 an das Ganze an. Und hier haben wir Terre de Mar. Ja, jetzt kriegen wir auch mal so ein bisschen was für den Körper. Das finde ich tatsächlich auch sehr schön. Denn die Goodiebox ist ja keine reine Skincare-Box. Wir haben da auch so viele coole Körper- und Haarprodukte immer wieder drin. Das ist ein Gommage Cheveux Céleste au Café. Das ist ein... Ist das, nee, nicht Cheveux, cremig, okay. Also das ist ein Coffee Scrub, ein Coffee Peeling mit 40 ml. Und das wird für den Körper sein, denke ich mal, und nicht für die Haare. Also Body and Face Scrub, ja, ich persönlich würde es aber eher als Body Scrub verwenden. Und Kaffee mag ich ja ganz gerne. Hier habe ich jetzt eine Woche vor Heiligabend, den 17. Dezember. Also mich erfreut, dass das Innendesign oder das Design von diesen Boxen in diesen Boxen, Schubladen, sehr, muss ich sagen. Guck mal, hier haben wir auch einen alten Bekannten drin, den Mineral Blush in der Farbe Desert Rose von Bella Pierre Cosmetics ist das, glaube ich, ne? Ja, 6 Gramm sind hier drin enthalten. Ist eigentlich ganz schön. Also ich glaube, dass man das schön findet. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier halte ich jetzt den 18. Dezember in meinen Händen und da drin ist ein Tübchen von Mikura. Interessant. Die haben hier eine Handcreme reingegeben, die Flowery Hand Cream. So gar nicht irgendwie Richtung Weihnachten. Mit Aloe Vera und Wasserlilie haben wir das mit 30 ml. Finde ich aber vom Produkt her super, weil eine Handcreme gehört in einen Beauty-Adventskalender rein. Genauso wie für mich persönlich eine Lippenpflege und irgendein Produkt, so Mascara, Augenumrandungsstift, wie auch immer. Ne? Das ist aber schon sehr sommerlich, wenn man sich den Sommer nochmal in die kalte Jahreszeit holen möchte.
der 19. Dezember. Enthält auch ein Tübchen und auch hier wieder eine teure Marke. Hier haben wir auch unseren Freund das Retinol drin enthalten. Able Skin Care Hyaluronic and Retinol Radical Youth Activator Serum mit 30 Millilitern. Auch hier wieder meine Empfehlung, das tatsächlich dann auch eher abends anzuwenden und am nächsten Morgen Lichtschutzfaktor zu tragen. Auch Retinol würde ich, also ich spreche jetzt halt aus der Sicht einer sensiblen Haut, ne, würde ich auch nicht direkt jeden Tag anwenden. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel ab Oktober wieder Retinol und chemische Peelings und so weiter bei mir mit in meine Hautpflegeroutine reinnehme, dann mache ich das halt peu à peu, fange erst an, einmal pro Woche Retinol zu verwenden und steigere das. Aber nicht mehr als dreimal pro Woche. Brauche ich persönlich jetzt so für mich eigentlich nicht, ne? Genau. Aber das ist ein schönes Produkt und da freue ich mich sehr, sehr drüber, dass es drin ist. Das macht auf jeden Fall Sinn. Auch wenn wir ja eigentlich schon ein Gesichtsöl mit Vitamin A hatten und das hier ja im Prinzip unser drittes Serum ist und jetzt bitte auch kein viertes kommen sollte. Vor allem kamen die Serien hintereinander. Das ist ein bisschen merkwürdig aufgeteilt. Das hätten die besser durchmixen können, meiner Meinung nach. Der 20. Dezember. Das ist schwer, was hier drin ist und ich glaube, das kann man auch gut gebrauchen. Ich glaube wirklich, dass Orange auch etwas ist, was man auch mit Weihnachten in Verbindung bringt. Ne? Hat man ja auch immer so auf seinem bunten Teller oder so drauf. Gaia and Mask Me Up haben die Don't Worry, Be Natural Deo-Sache rausgebracht. Earth-friendly, be mindful to the of the planet. Genau, hier haben wir einen festen Deo-Stick drin. Das finde ich schön. Das ist halt wirklich in so einer kompletten Pappverpackung, ne? Und hier drin hat man das Produkt, was man hierdurch halt hochschieben kann nach und nach. Und wenn das ein bisschen zu schwergängig ist, empfehle ich das einfach so in den Händen ein bisschen anzuwärmen. Und dann lässt sich das etwas leichter nach oben schieben. Und ja, das finde ich aber klasse. Sowas verwende ich gerne abends. Und auch hier wieder meine Einschätzung. Wir hatten ja quasi in der ersten Hälfte mehr oder weniger kein Bodyprodukt drin und die kommen jetzt alle so in der zweiten Hälfte. Ist irgendwie komisch aufgeteilt, oder? Der 21. Dezember. Das heißt, wenn ihr den Adventskalender kauft, um ihn zu verschenken zum Beispiel, guckt euch vielleicht das Unboxing an, merkt euch ungefähr, wo was ist und tauscht das ein bisschen durch. Meine Empfehlung. Okay, hier haben wir von Teas die Drama Ultra Volume Mascara. 9 Milliliter. Und hier definitiv etwas, wir letztens auch irgendwann mal als Goodiebox-Abonnent in der Hand gehalten haben. Das finde ich ein bisschen schade, weil das ist ja schon eine spezielle Sache, ne? Darkest Hour Mascara Lengthening and Full Definition, das ist alles wundervoll. Und klar, so eine Mascara, ne, die brauchst du ja auch nach 2 Monaten oder so auf, beziehungsweise sollte man dann austauschen, weil direkt an den Schleimhäuten nach 2 Monaten spätestens, Leute. Dann habe ich hier jetzt die zweite und letzte Schnapszahl, das ist der 22. Dezember. Dann habe ich hier einen Duft drin, das finde ich richtig toll. Sentier Noir Rivière. Ein Eau de Parfum mit 10 Millilitern. Da bin ich jetzt wirklich mal auf den Duft gespannt und das werden wir mal ausprobieren. Wir haben, also ich habe heute Morgen zwar Parfum verwendet, aber wir haben es jetzt 8 Uhr abends, da kann ich den jetzt auch mal nehmen. Das ist echt mal eine frühe Zeit, wo ich drehe, ne? Genau, dann trage ich mir hier, hier einfach mal auf. Ein sehr, sehr intensiver Sprühstoß, Leute. Dann winke ich mal ein bisschen, das ist Unisex, definitiv Unisex. Das kommt erstmal so aquatisch an meine Nase ran. Der ist super aquatisch. Sehr, sehr frisch. Kann ich an meiner Mama sehr gut sehen. Also die ist auch nämlich eher so sportlich und aquatisch und eher so, ne? Die ist nicht so ein Blumenmädchen, wie ich das bin. Sehr, sehr frischer Duft. Also wie frisch geduscht. Ja, also sehr gefällig, aber nicht unbedingt mein Vibe. Aber finde ich richtig cool, dass die hier auch ein Parfum reingepackt haben, ne? Ich glaube schon, dass es bei vielen gut ankommen wird. So, jetzt gucken wir mal, was am 23. Dezember drin ist. Das ist ja der Tag vor Heiligabend. Was dürfen wir da machen? Bisschen Chili-Milli oder nochmal Gas geben? Naja, wir dürfen uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir an Heiligabend wohl eine ziemlich krasse Lippenfarbe tragen. Und zwar von Comme Deux in der Farbe Berry Lip Sync. Wow, das sind 8 Milliliter hier drin. Das ist mal eine sehr intensive Farbe. Ich weiß nicht. Klar, in Kombination mit dem Nagellack 1A, aber ich weiß nicht, ob das meine Heiligabendlippe werden würde. Eher weniger, ne? Vor allem auch jetzt hauen die ja richtig viel dekorative Kosmetik raus. Das hätten die anders aufteilen müssen, meiner Meinung nach, damit sich das halt auch ein bisschen schöner für den Konsumenten anfühlt. Weil so hatte man am Anfang super viel Skincare, Tralafitti und so weiter. Und am Ende hauen sie dann noch Körperpflege und dies und das und Ananas rein. Ich glaube, am 24. Dezember haben wir auch eine Ananas hier drin, wa? Kommt mir auch ein bisschen so vor. Nein, 24. Riesig und schwer ist das Ding. Da haben wir sicherlich Bodycare drin. Respire. Nee. Après Shampooing de Melon Detangling Conditioner. Was ist das denn für eine 24? Wir haben noch nicht mal ein Shampoo drin gehabt. Hä? Das ist so random. So random.
Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Ja, riecht gut. Da hatte ich auch schon mal, oder habe ich auch so Body-Geschichten von so After Sun und so. Und bestimmt super. Warum machen die das? Das ist, glaube ich, das einzige Haarprodukt, oder? Ja. Also ein sehr, sehr verwirrender und merkwürdiger Adventskalender. Wenn man den Inhalt so im Kompletten sieht, ist der auch toll. Und wie gesagt, am besten verschenken und halt vorher ein bisschen durchmixen und vielleicht die 24 irgendwie ein bisschen anders gestalten, weil warum denn Conditioner? Verstehe ich nicht. Da hätte ich wirklich das Parfum reingepackt, ne? Also ganz, ganz merkwürdig irgendwie, aber trotzdem ist der Inhalt schön und er lohnt sich auch definitiv, weil dafür 120 Euro finde ich vollkommen in Ordnung. Aber es ist komisch verteilt. Also wenn man sich den selber blind gekauft hätte oder hat und dann in der Weihnachtszeit auspackt, dann hat man so ein paar Fragezeichen immer mal wieder im Gesicht. Erstmal, warum kommt so viel Skincare und warum am Ende so wenig und dafür alles andere auf einmal. Und am Ende kommt dann auf einmal so ein Conditioner um die Ecke. Finde ich absolut verwirrend. Also keine Ahnung, was da bei Goodiebox passiert ist, aber das ist ein bisschen durcheinander, oder? Trotzdem, wenn ihr Bock auf den Adventskalender habt, der ja tatsächlich vom Inhalt her gut ist, ne? Ist ein Link dazu in der Infobox, schaut gerne mal rein. Und mit Claudis Welt Christmas 40, wow, ich hatte noch nie so einen krassen Rabattcode, bekommt ihr halt 40 Euro Rabatt, wenn ihr möchtet. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.